Sometimes I just feel like a gangster. Willkommen zum nächsten Part von Feed the Beast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke an alle Abonnenten, die mich immer verfolgen, alle meine Videos schauen. Das finde ich echt super von euch. Und mit mir ist wieder der Talix. Ja. War richtig genau. Talix? Ja, es war richtig Talix. Schön, dass du meinen Namen auch aussprechen kannst. Der hat auch so eine schöne hohe Stimme. Ja. Ja, hab ich. Erinnert mich ein bisschen an Lego Leon. Junge. Okay, ich gehe dann auf den Server. Ach, du bist doch gar nicht da. Ja, ich bin hier schon am Bäume fällen. Du bist noch nicht mal da, Alter. Ja, ich starte immer hier Server-Auswahlmenü. Oh. Ich starte schon immer im Server-Auswahlmenü, damit auch wirklich nichts verpasst wird, falls mich gerade ein Monster angreift, damit das alle direkt mitbekommen. Du hast Probleme. Ja, jetzt ist alle da. Boah, Alter, lädst du gerade was hoch? Das laggt voll. Du laggst. Nein. Warte, jetzt geht's wieder nicht. Weiter. Ich lege nicht. Okay, du bist gerade nur so leise. Kiez, Junge, Kiez. Wow. Ich hab dir jetzt das lauter gemacht. Sag mal was. Ja. Okay, jetzt dürfte es gehen. Und ja, wir sind jetzt in der dritten Folge. Und Niklas hat gesagt, dass ich euch natürlich wieder unterhalten darf, seine Abonnenten, weil er einfach zu faul dafür ist, weil er einfach nichts auf die Reihe bekommt. Trotz seiner... Und du hast gerne eingewilligt. Was? Und du hast natürlich gerne ja gesagt, ne? Du machst das doch immer schön gern. Ja, ich mach natürlich gerne. Weil ich halt einfach kann, ne? Und ich hab halt schon ziemlich dunkle Stimme. Naja, ne? Ja, als Maul. Lass mir die YouTuber anschauen. Oh, Alter! Nein! Bitte nicht! Hilf! Da ist so ein Teil! Da ist so ein böses Dungeon-Teil! Dieses Dungeon-Teil! Das verfolgt mich! Dieses lilane Ding von der Magie da! Ein Wiss? Ja! Ich hab was gefunden, das ist eine Kiste, ich hab noch nicht reingeguckt, da sind bestimmt geile Sachen drin. Direkt neben der NPC-Welt. Alter, das ist auf der anderen Seite vom Berg. Ich würde sagen, wir lassen die YouTuber entscheiden. Und zwar 10 ist tiefe Stimme. Ich mache mir jetzt als Vergleich Gronkh. Sag ich jetzt nur mal als Vergleich, ne? Shuffle, das Shuffle hat eine tiefere. Ja, Gronkh kenne aber mehr. Ja, okay. Und, ja, du hast eh nicht so tief wie Gronkh, deswegen kann man das eigentlich schon nehmen. Wow, chill. Wow. Okay. Ich hab nur viel tiefer. Alter, soll ich da hingehen und versuchen? Hell ist halt hell. Und ja, und ihr dürft entscheiden, wie hell seine Stimme ist. 10 ist tief, hell ist 1. Und jemand, der seine Stimme bewertet, soll direkt meine mitbewerten. Also ihr schreibt direkt zum Beispiel Talix Doppelpunkt, dann Scamer Doppelpunkt. Und dann könnt ihr direkt mal auf einer Skala unsere Stimmen vergleichen. Das wird auch mal interessant sein. Alter, wie viel da drin ist einfach nur? In der Kiste, aber mein Inventar ist voll. Wie dunkel es einfach nur gerade bei mir ist. Tut mir leid für alle Leute, die gerade bei mir zugucken. Ach, shit, so. Alter, shit. Ach, übrigens, ihr dürft uns auch gerne in die Kommentare schreiben, ob wir Keep Inventory anmachen sollen oder ob wir es lieber lassen sollen, weil das wird natürlich auch ziemlich den Spielspaß nehmen. Für die es nicht kennen, Keep Inventory ist, wenn man stirbt, dass man seine Sachen behält. Okay, ich muss irgendwie. Ich mache jetzt hier gerade mal eine Kiste hin. Ganz der Schlaue und dann. Werde ich meine Sachen da rein tun, dann werde ich die Sachen von da oben klauen. Dann werde ich mit dem Inventar ordnen und dann werde ich wieder zur Kiste gehen. Scheiße, ich habe das Leder weggeschmissen, ich Depp. Du Depp. Nein! Hilfe! Bitte nicht angreifen, bitte sei lieb. Töte ihn. Alter, was greift mich das da an, ey? Dieser Wiss? Ja. Der ist doch nett. Ja, der ist nicht nett, der ist böse, so böse wie du. Boah, was ist ein Brecheisen? Kannst du mir das sagen? Ein Brecheisen? Mhm. Du bist ein Brecheisen. Kann man da irgendwie so draufklicken? Also craftet man das. Ich stelle es einfach mal so hin. Tu schon ganz. Ach, übrigens, ich muss mir ein Canvas Bag machen, weil mit dem Canvas Bag hat man noch einen zusätzlichen Speicher im Inventar. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil. So, ganze Sachen da gesaved. Weißt du, was eine Holzschwelle bringt? Holzschwelle? Aha. Ha! Das Ding ist wieder da. Das Ding verzeiht aber die Kiste sehr gut. Wow, es kommt. Es kommt! Es kommt. Jetzt muss ich den Inventar wieder sortieren. Ja, es kommt immer näher. Hilfe, bitte nicht töten. Bitte sei lieb. Kill ihn. Oh, scheiße, Alter, wo bist denn du? Ich sehe dich gar nicht mehr auf meinem Radar. Okay, es geht weiter weg. Ich werde mich jetzt schnell nach oben. Nein.
Ich muss unbedingt diese Kiste da haben. Scheiße, ich muss einen anderen Weg eingehen. Ich muss wieder zurück. So, und ich will jetzt auch mal raus aus meiner Höhle hier gehen. Schnell. Kann ich schon alles nicht mehr mitnehmen. Ich muss schnell sein. Hä, wie bin ich denn hier eben hochgekommen? Verdammt. Stirbst du? Nee, ich bin in dem Moment die Kiste. Okay, das Ding erwischt mich. Ich habe die komplette Kiste leer geräumt. Das zieht doch eigentlich nur voll wenig ab. Ja, das sieht's auch, aber trotzdem, das macht mir einfach nur Angst. Weil sich ewig verfolgen kann, du kannst nichts gegen tun, ne? Ist so, aber eigentlich verfolgt es eigentlich gar nicht mal so hardcore. So, ich muss gerade mal gucken. Du bist voll die Drama Queen. Ach, sei leise, Alter. Du bist der Drama Queen. Queen, meine ich. Wer sagt denn die ganze Zeit, oh Gott, es kommt. Ah. Ja, das ist. Ich habe keinen Bock, meine ganzen Items zu verlieren. That way. Ich geb den Tipp. Überleb. Wow, guter Tipp. Lol, da war eine Disc drin, eine kaputte Disc. Eine kaputte. Eine Music Disc. Ich finde irgendwie immer die geilsten Sachen. Ach ja. Ich kann schon fast glauben, dass ich schon bessere Sachen habe als du. Das kann sein, aber trotzdem. So machen wir es. Nee, lieber so. Komme ich jetzt hier wieder raus aus der Höhle? So, ich würde mir gerade mal hier einen Waypoint hinmachen. Nee, hier nicht. Ach, mach ich doch für den Scheiß so, Waypoints. Waypoint. Kiste. That's the point, aha, aha, I said you, aha, aha. Back to game. So, ich werde dann jetzt erstmal meine Sachen in meiner Base, eindingsen, wenn ich das jetzt auch noch hier überlebe. Warte mal, schaffe ich diesen, I feel so sorry, Alter, I feel so sorry. Ich muss jetzt mal gucken, da kommt das Ding wieder. Nein, es ist Nacht, ey, Mist. Ich würde sagen, aber gerade wieder Tag. Das ist gut. So, gute Route hier gerade gewählt. So, da unten. Alter, wie viele Kühe hier einfach nur sind, das ist übertrieben. Okay, das hab ich, habe alles dabei. Perfekt, das ist übel geil. Ich werde mir, denke ich, auch ein eigenes Farming-System machen mit Mähdrescher und sowas. Man kann nicht damit so. Alter, das Ding hat mich bis hierhin verfolgt, ist klar. Ich merke das nicht. Du hast einen Follower. Ein Follower? Hoffentlich folgt das mir nicht bis zu meiner Base. Ich muss mal zurück. So. Ich habe jetzt 9 Leder. Das würde für 3 Bücherregale reichen, wenn man halt noch Papier hätte. Ich brauche. Ah, nee, ist nicht gar nicht. Aber es wird für ein Buch reichen. Es wird für 3 Bücher reichen. Ich brauche 3 Bücher. Scheiße, das ist ein Creeper. Du musst blocken, da macht er dir wenig Schaden. Ja, ich habe aber kein Schwert, aber es gerade kaputt gegangen ist. Was hat's eigentlich für ein Schwert? Steinschwert. Hatte ich auch mal, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Alter, wann stirbt dieser hässliche Creeper eigentlich? Stirb, Junge. Ich habe schon 2 Shards of Minium oder Minium. Wie man gerade Lust hat, wie man gerade will. Ich habe einen Schaden nur. Und ich habe hier gerade, wie heißt es? Rubber-Dings gefunden. Rubber-Wood? Ja. Ganz normales. Obwohl es hier kein Moorgebiet oder sowas in der Richtung ist. Alter, übertrieben viele Kühe. Übertrieben. Übertrieben. Soll ich die alle töten? Kannst du machen. Ja, nee, weil ich möchte halt ja schon mal in die Zukunft schauen, ob wir dann irgendwie eine Farm oder sowas machen. Hm. Aber ich denke mal, Kühe spawnen ja auch immer wieder. So, deshalb werde ich jetzt erstmal alle töten. Alter, wie, aber die Kühe droppen sau selten Leder, ey. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Boah, meine Stimme hört sich gerade, also meine Nase, beziehungsweise meine Stimme hört sich gerade scheiße an wegen meiner Nase. Immer das auf die Nasen schieben, ne? Hä? Immer, ja, nee, es ist wirklich. Ah, ich sehe dich. Du bist nur noch 100 Blöcke von mir. I can see. Alter, wie viel Kühe. Alter, wie episch diese Landschaft einfach nur ist, ey. Alter, Walter, ey. Stirb, du hässliche Kuh. Ich glaube, ich werde sogar hier direkt irgendwo bauen. Ich glaube, ich werde hier am Berg bauen, weil es übelst episch ist. So, erstmal jetzt hier die paar Kühe töten. Die zweite Folge haben wir übrigens ein bisschen überzogen.
Weil wir haben jetzt richtig auf die Zeit geachtet, aber wenn es mal 5 oder 6 Minuten länger ist, das ist ja auch nicht schlimm, eher gut für euch, ist dann ihr mögt uns nicht, das wäre natürlich schlecht. Da gucken sie aber auch unsere Videos nicht. Deshalb, also, dann freut es uns natürlich, dass wir überzogen haben für euch. Oh, ich habe 24 Beef und 16 Leben. Bei mir ist auch direkt ein Rubberbaum. Ich bekomme Damage. Damage. Alter, aber hier die Landschaft ist schon ziemlich geil. Hier hinten, wo ich bin. Schön. Ja, ist wirklich so. Übrigens, ich mache uns gerade mal ein Bett, uns beiden. Dann können wir auch mal schlafen gehen, die Nacht und so. Aber ich schlafe nur mit dir im einen Bett. Lol, geht's hier unter? Nee. Was? Ich schlafe nur mit dir im einen Bett. Schwuchtel. Okay. Wenn du nichts gegen Leute mit einer tiefen Stimme hast, dann schon. Dann darfst du's. Da kannst du es von mir aus. Ich mag Leute mit tiefen Stimmen. Ja gut, dann kannst du ruhig zu mir kommen. René, der 30-Jährige. Der René, der 30-Jährige. Also wenn er gerade das LP hier guckt, dann soll er sich angesprochen fühlen. So, ich kann mal das Essen brennen. Habe ich noch Kohle? Ich habe fast keine Kohle mehr für das Essen, Alter. Lass mal Kohle rüberwachsen. Ich muss jetzt erstmal hier von meinem Holz, was ich gefarmt habe, ein paar Kisten machen. 2 Doppeltests mache ich mir jetzt erstmal. Um das alles hier so einzulagern. Also ich möchte auch noch umziehen, aber erstmal als Unterschlupf für die Anfangssachen und für die ersten Maschinen werde ich erstmal hier hingehen und dann werde ich alles nach der Zeit zu meiner neuen, zu meinem Home umbauen, beziehungsweise umsiedeln. Werde ich, denke ich, so machen. Und ja, habe ich schon 3 Steaks wieder. Man verliert nur, wenn man Hunger, also wenn man gar nicht mehr in der Hungerleiste hat, verliert man nur bis zu seiner Hälfte der Lebens. Ich habe letztens bis zum halben Herz verloren. Echt? Ja. Ganz sicher, weil ich verliere nur bis zur Hälfte. Ich bin schon Level 5, Alter. Ich bin bei Level 19. Ja, du farmst ja auch schon mehr als ich. Ich erkunde ja mehr die Landschaft. Im Moment schon. Also das enchantete Buch war 2x Flame 1, also... Ich habe 2 Rubine. Du bist anscheinend Feuer und Flamme im Moment, ne? Ich bin Feuer und Flamme und deine Mutter zugleich. So, ich werde mal das ganze Essen hier drin in der unteren Kiste lagern. Und dann werde ich das hier oben mal ganz sortieren. Dass es einfach besser aussieht. Und auch halt. So, ich werde gerade mal die Eisenspitzhacke mitnehmen. Und die Steinspitzhacke und die Schaufel. Und dann werde ich mir gerade auch noch ein Rubinschwert machen. Weil das weiß ich, dass das geht. So viel Erfahrung habe ich nun auch gesammelt. Weil das ist ja auch, kein Zaubermod, wo die Rubine eingefügt werden. Das haben wir ein Rubinschwert, das ist schön rot. Auf jeden Fall ganz nice. Ich werde gerade nochmal einen Screenshot von diesem epischen Berg hier machen. Ich lasse dich einfach mal reden. Das Anfangs-Thumbnail. Ja, du kannst ja ruhig mir das Wort auch mal unterbrechen, wenn du mal was sagen möchtest, aber du sagst ja selbst irgendwie nie was. Das macht mich natürlich sehr, sehr traurig. No, ich habe nichts zu sagen. Tja. Das ist halt blöd, wenn man keine Freunde hat. Nein, Spaß. So, tja, das weiß ich auch nicht. Weiß bis jetzt noch nicht. Wir sind beide auf die Idee gekommen. Ich nehme einfach mal 5 Steaks mit. Und 2 Brote. Für meine neue Tour. Aber dafür brauche ich auch noch ein bisschen Holz. Machst du direkt jetzt nur Touren? Ja, schon nur so Touren hier, so Rundfahrten und sowas. So, Touristenguides und sowas, ne? Genau, Touristenguides mäßig. Oakwood nehme ich auch nochmal hier ein bisschen was mit. Sollten wir genug Holz haben? Habe ich nur eine Workbench oder sowas rumfliegen? Nee. Gut, dann werde ich gerade mal hier das Haus noch so ein bisschen verschönern. So, unsere. Ah, die sieht man ja gar nicht, wie blöd. Wegen den scheiß Fackeln hier. So. Also Leute, das ist jetzt einfach nur Spaß, was ich jetzt hier mache. Ich will natürlich auch, ich kann natürlich auch toll bauen. Sehr toll, um genau zu sein. Naja. Ja, ist ja auch so. Und ja, ich lasse mal Niklas dran reden. Der kann das auch mal länger unterhalten, weil ich unterhalte ihn nur. Ich baue die Erde ab. Hab Spaß dabei. Willst du mich verarschen? Was? Du hast 3000 Abonnenten und sagst so eine Scheiße. Ja, ja, ich baue hier gerade Erde ab. Und da ist eine Kuh und da ich habe keine 3000 Abonnenten. Ich wünschte, ich hätte so viele. Ja, du hast 2400 oder so. Nein. 2000. Ich verlange jetzt, dass du sofort ins Internet gehst und nachschaust. Okay. Scammer. Kabelzone ab. 99. Warte, ich sag's dir.
Du hast genau 2334 Abonnenten. 2400 was? 2334. Ah, ist doch gut. Danke an euch, Leute. Danke an euch. Ich liebe euch. Dank euch kann ich mir meine OP gegen meine Behindertheit finanzieren, weil ihr die Werbung und so anklickt und schaut und das ist einfach toll von euch, dass ich hab nicht mal Werbung drin, weil ich euch liebe, Leute. Ja, das aber die haben wahrscheinlich alle Adblocker. Aber Leute, habt keinen Adblocker drin, weil sonst wird YouTube bald Geld kosten. Das ist richtig scheiße sonst, das wäre richtig kacke. Weil das wäre kein Vorteil für euch und auch kein Vorteil für die YouTuber, die Videos machen. Weil wenn es Geld kostet, so ein Kanal, das ist natürlich auch blöd. Und ich würde sagen, die Folge ist beendet. Ach echt jetzt? Ach echt jetzt? Weil ich habe das so im Zeitgefühl, dass wir jetzt die Folge beenden müssen. Zeitgefühl oder hast du nachgeschaut? Zeitgefühl, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Mein Zeitgefühl sagt, wir können auch 5 Minuten machen. Mein Zeitgefühl sagt, dass wir jetzt Schluss machen. Ich will aber nicht mit dir Schluss machen. Doch, musst du leider. Und mit der Folge. Alter, wie viel Kühe hier einfach nur rumgehen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon über fast ein halbes Stack Leder. Und bevor mich jetzt ein Creeper explodiert, würde ich sagen, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Und dann würde ich sagen, bis dann, Leute. Haut rein und ciao, ciao. Auf Wiedersehen.